Herr Zuschauer, es freut mich sehr, dass dieser Beitrag von BVSE TV auf Ihr Interesse trifft. Mein Name ist Thomas Braun, ich bin Geschäftsführer im BVSE und hier unter anderem für die Altpapierentsorgungsunternehmen zuständig. Die Altpapierbranche hat sich immer neuen Herausforderungen zu stellen. Ein Trend davon ist, dass sich die Zusammensetzung des Altpapiers verändert. In den Altpapiertonnen der privaten Haushalte finden sich immer weniger grafische Papiere. Der Anteil an Verpackungspapieren steigt hingegen drastisch an. Für die Altpapieraufbereiter stellt sich da schon die Frage, welche Auswirkungen das auf die Sortierung und auf deren Wirtschaftlichkeit hat. Darüber spreche ich heute mit Frau Angela Hanke. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der Entsorgungstechnik Bavaria. Frau Hanke, es freut mich besonders, heute mit Ihnen sprechen zu können als langjährigem BVSE-Mitglied und danke Ihnen eingangs zunächst für Ihr großzügiges Premium-Sponsoring unseres diesjährigen Altpapiertages. Sehr gerne. Frau Hanke, trotz der sich ändernden Altpapierzusammensetzung brauchen die Altpapieraufbereiter weiterhin gute und konstante Altpapiersortierergebnisse. Wie lässt sich das in der Praxis erreichen? Ja, neben moderner Sortiertechnologie setzen wir hier besonders auf eine permanente Qualitätsüberwachung und Optimierung durch Echtzeitmonitoring. So können die Betriebe höchste Effizienz und Qualität der Wertstoffsortierung erreichen. Und Qualität und Effizienz sind ja Kernbegriffe in unserer Branche. Wie lässt sich ein solcher Technikfortschritt denn wirtschaftlich darstellen? Denn es reicht ja nicht ausschließlich auf Qualität abzuzielen. Die Anlagen benötigen ja auch einen entsprechend hohen Durchsatz an Material. Ja, richtig. Das Stichwort hier lautet intelligente Prozessoptimierung. Wir verfolgen darum den Ansatz, mit einem höchstmöglichen Grad an Automatisierung die Anlageneffizienz zu optimieren. Und das sind ja gut klingende Worte. Wie lässt sich denn dieses Ziel in der Praxis erreichen? Die Prozessdaten werden online kontinuierlich erfasst. Das geschieht zum einen bereits im Anlageninput und an weiteren Messstellen. Wir können hier zusätzliche Informationen nutzen, die uns zum Beispiel die Nahinfrarotmaschinen, Volumenstrommessgeräte oder Feuchtigkeitssensoren online liefern. Zu diesen Materialkennwerten zählen unter anderem die Materialzusammensetzung, die Mengenströme, die Feuchtigkeit und nicht zuletzt Betriebsstunden oder Lagertemperaturen für eine vorbeugende Wartung. Verstehe ich das richtig, Frau Hanke, dass sich mithilfe all dieser Datenströme und dem natürlich vorher definierten Output-Ziel die Anlage quasi von selbst optimiert? Ja, das ist der erste Schritt dazu. Die Überwachung des Sortierprozesses erfolgt vollautomatisiert. Wie in einem Frühwarnsystem werden Veränderungen, beispielsweise bei der Bandbelegung oder der Materialqualität, direkt angezeigt. Der Anlagenführer kann dann sofort reagieren und gegensteuern, damit die gewünschte Qualität des Mengenstroms erreicht wird. Dies kann dann entweder manuell erfolgen oder in einem zweiten Schritt prozessgestützt. Und welche Korrekturmöglichkeit bietet die Anlagentechnik der Bavaria darüber hinaus? Ja, es ist ein immer wiederkehrendes Problem bei den Sortieranlagen, dass es Schwankungen im Materialinput gibt. Um diese Schwankungen auszugleichen, setzen wir einen speziell entwickelten Zwischenbunker ein. Damit erreichen wir, dass die nachgeschalteten Sortieraggregate zu jeder Zeit mit dem optimalen Maschineninput und der höchsten Effizienz arbeiten können. So wird eine kontinuierliche Prozessoptimierung gewährleistet, die für hohe Ergebnissicherheit und auch Stabilität sorgt. Aber apropos Materialzusammensetzung, bei neuen Anlagen planen wir die Möglichkeit einer Umkehr der Sortierung schon mit ein, um auf weitere sinkende De-Inking-Anteile im Input reagieren zu können. Ja, das klingt ja für neue Anlagen nach einer klugen und sehr strategisch vorausschauenden Strategie Ihres Hauses. Was aber kann denn ein Anlagenbetreiber, ein Altpapierentsorger machen, um seine schon bestehende Sortieranlage in Zeichen zunehmender Veränderungen
zu optimieren. Bieten Sie auch in diesem Fall Hilfestellung? Ja, also neben einem Anlagenequipment auf neuestem Stand der Technik gilt es zum einen, den Materialfluss zu optimieren, die Möglichkeiten der Deinking-Rückgewinnung über eine Recovery-Linie auszuschöpfen und natürlich die Automatisierung zu steigern, um die Effizienz zu erhöhen und die Sortierkosten langfristig zu senken. Mit unserem Prozessoptimierungssystem MaxPos ist deshalb so konzipiert, dass es als eigenständiges Tool in einer Vielzahl von Sortieranlagen installiert bzw. auch nachgerüstet werden kann. Frau Hanke, man kennt es ja aus vielen Lebensbereichen. Der Kauf ist das eine, ein guter Service danach ist das andere und lässt dir oft zu wünschen übrig. Ist die Entsorgungstechnik Bavaria auch in Ihrem Serviceangebot innovativ? Oder anders gesagt, wie helfen Sie einem Kunden, der nicht gerade in der Nähe Ihres Unternehmens sitzt, aber ein plötzliches und zeitlich brennendes Problem mit seiner Anlage hat? Ja, das ist eine gute Frage und ein wichtiges Thema, vor allem in Zeiten der Reisebeschränkungen. Die Betriebsabläufe sind ja doch sehr vielfältig. Hier kann unser Live-Assistenzsystem seine Stärken ausspielen. Per Reality-Datenbrille sind wir quasi immer live vor Ort und können den Kunden so konkret unterstützen. Das gibt dem Anlagenbetreiber mehr Betriebssicherheit und Unabhängigkeit und spart ihm obendrein noch Kosten. Liebe Zuschauer, innovative Sortiertechnologie und Steuerung sind ganz offensichtlich in der Lage, die Altpapierrecycler in ihrem Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsstreben aktiv und auch zielgerichtet zu unterstützen. Mein herzlicher Dank gilt Frau Angela Hanke von der Entsorgungstechnik Bavaria für ihren heutigen Input. Und ich vermute mal, wir sind mit dieser BVSE-TV-Reihe zum Thema Sortierung noch lange nicht am Ende angelangt und freue mich insoweit auf eine Fortsetzung. Aber zunächst einmal neben dem herzlichen Dank viel Spaß mit dem weiteren Verlauf des Internationalen Altpapiertages. Danke, Frau Hanke. Ja, auch Ihnen vielen Dank, Herr Braun, für das Gespräch. Dankeschön.